Ich hoffe, unsere Bulgarien-Reise hat euch bis jetzt gefallen. Es war echt ein schönes Abenteuer für den Walter und mich. Und ich glaube auch für den Drago. Das ist ein alter Freund von mir, den ich nach langen Zeiten wieder getroffen habe, nach 3 Jahren. Und das war dann unser erster Landausflug, also Sofia aufs Land. Und da haben wir dann seine Freunde kennengelernt. Ist alles sehr ursprünglich dort. Natürlich trinkt man dann, wenn man sich trifft, in so einer Dorfkneipe. Und der Wein, der schmeckte sehr gut, der Schnaps schmeckte gut, das Essen war super. Und als wir dann genug getrunken haben, rufte der Berg. Und wenn dann der Berg ruft, nach so viel spiritueller Erfahrung, dann ist es natürlich nochmal anders als ohne Spirit-Erfahrung. Und los geht's. Der Berg ruft. Also Hansi, das erinnert mich an unsere erste Fahrt nach Italien, wo du vorausgefahren bist mit deiner Weisheit, nicht gerade meinen Führerschein gehabt habe. Und du bist da voraus vor deinem R4 oder R6 und ich hinterher mit R15. Beautiful area. Hansi, nächstes Jahr machen wir einen Trip zusammen dahin, gell? Du, der Walter, du. Und ich. Der Drago zeigt uns alles hier. Telephone or? No. How many you lost? Water? Money? One or two? Telephone. No, I lose the money. The passport? No, he lost the telephone. He didn't lose it. It's with our friends. Yeah, it was the friends. If it was down there, you didn't lose it. It's absolutely still there. Don't worry if it's down there. It's gonna be there for the next 20 years. Thomas, do you need this or not? Yeah. That's my phone. That's not his phone. Which phone is this? This is mine. Do we leave it here? It doesn't really matter. It's only 2 hours up the mountain. Und wir laufen heute alle barfuß, also egal was jetzt kommt. Wir machen es einfach barfuß. Ja, ist gut. Relax, just to know it's not the same. I'm okay with barfoot, I like it. Just don't piss on you. But maybe he likes it. He's a strange kind of American kind of guy. Yes, I know. German-American. Was? Geh runter, schau mal, dass du mal wegen schneller pissst. Schneller. Was? Hey, was? That darling shit up with me, okay? But he called me a maestro. He just tried to rape me. You call me a maestro. Okay, maestro, sit down. It's only for children. He's a child. Seven. He's only six and a half. I cannot read the age. Only for children. Maybe the tree is only for children. Yeah, you are children. Yeah, we are children, so we are okay. Drago. Drago. Yes. Drago. Drago, come here. Your turn. He likes strong men. We are all good here. Up in the mountains, über den Mountains in Bulgarien, ist das so richtig schön hier. Walter, feel like what you really want to do. Was der Walter wieder erzählt. Ich glaube, der hat sich verliebt in Drago. Eigentlich wollte ich ihn heiraten, aber der Walter ist auch so eine fremdgehende Sau, der sich dann den Nächstbesten nimmt. Wahrscheinlich, weil der Drago 15 Jahre jünger ist. I mean, I'm a little bit jealous. Huh? I mean, I know Walter likes long hair, but now he goes after the young guy, you know. Before he liked me and now he likes the young guy. Wir laufen jetzt hier im Berg hoch. Barfuß, außer unseren Zupfer natürlich, der Julian. What a nature here. Huh? Don't stop. Go, pussy, go. He almost tripped. Just concentrate, maybe. Concentrate. Don't get hesitated. Thank
Jetzt laufen wir gerade mal ein paar Meter. Der Wald, der ist jetzt schon platt. So richtig, richtig. Der sagt, dann war der in der Armee und die ganze Scheiße, gell? Ist halt kein Häscher. Wenn es ein Häscher wäre, würde ihm das gar nichts ausmachen. Okay. Thomas, do your trousers jig jig. Let me help. I'm okay. I know you're okay. Give me the piss on the street. Hier sind die Starken, wir laufen barfuß. Die Zupfer laufen natürlich mit Schuhen. Weil das kennen sie ja gar nicht anders, gell? Dann kriegen sie natürlich. I don't want to talk about it. How long have you been talking about? Also wenn man hier so barfuß läuft, dann fühlst du ja irgendwie jeden Schritt. Und wenn dann kein Glas oder Nägel da sind, dann ist es ja richtig gut. Und da vorne sind die verweichlichten Amis mit den Schuhen. Und dann jammert er ja immer noch. Ich habe gerade zum Walter gesagt, er soll seine Schuhe ausziehen. Na, er versteht's ja nicht. Aber schaut euch mal den Wald an. Ist nicht ein schöner Wald. Der Drago, der rennt mit seinen 40 Jahren natürlich weit. Ha? Yeah, I like it. Oh, the air is so good. Der Wald ist so schön, den Berg rauf. Mit dieser frischen Luft, super. Inhale, exhale. Einatmen, ausatmen. Mehr kann man nicht machen. Also der Walter war gerade platt und wollte aufhören. Da habe ich gesagt, bleib einfach nur da. I'm a hasher, I can do this. But I take my own pace. Ich laufe in meiner Geschwindigkeit, was ja ganz wichtig ist. Aber schaut euch mal das an hier. Hört auf die Vögel. Don't die on me on this trip, okay? Huh? Why are you running, man? Take your shoes off and feel the ground. If you feel the ground, you wouldn't be running because you are connected with earth. You have a big Isolation, er hat natürlich hier riesen, der ist ja abgeschottet mit der Welt. Ich meine, ich laufe langsam, weil ich ja jeden Stein spüre und er dachte dann, er muss rennen. Obwohl ich ihm gesagt habe, zieh die Schuhe aus, gell. Er wollte halt nicht hören. Was kann man machen? Take off your shoes. If you take off your shoes, you will not run because you feel it. Stop the camera. Yes. You want me to stop the camera? Take off your shoes. Look, I'm 30 seconds behind you for a reason. Er hat fast schon sein Bein hier verloren, gell? Weil er hochgerannt ist, ne? Ich meine, anstatt dass er langsam läuft und die Schuhe auszieht, ist er halt einfach nur stur. Jetzt atmet er, kriegt kaum noch Luft und schaut aus wie so eine. Ja, irgendwie schaust du ja aus wie so eine Muslimfrau, die sich nicht zeigen will. Also. Aber das oben ohne passt nicht dazu. Aber hier, diese Wunde ist der Hammer. Just relax here. We pick you up on the way down. Ja, ja, ja. No, no, you relax here. We come back. Relax at the... I'll meet you at the car. Wherever. Ich war jetzt hier am Barfußweg. Der war richtig gut. Also wenn man so einen Weg macht, dann sollte man ihn barfuß machen. Weil nur dann fühlt man, wo man hingeht. Na gut, wenn es natürlich schneit, wenigstens in den Leder einwickeln. But I'm on my way. Absolute Natur. Irgendwo ist jetzt der Drago, er hat gerade gerufen, was ist denn das da unten? So schön. Wow. Diese Steine. Drago! Hey, where are you? Schaut euch mal das an. Ich glaube, wenn es da richtig... Hey! Never seen something like this in your life. Beautiful! It's a waterfall. How I have to go up here? Around? No, I come. Better not.
No, no, I come. I know your dick is bigger than mine, don't worry. I want to see that. No, 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 I come. This is beautiful. Einmal im Leben das zu machen, da gibt's ja nichts drüber. Ah. It's beautiful. And this is the smaller one. Over there, in the other part of Wittenschön, there is a much wider, bigger one. But when there is a much rain, they have water, right? They have water under it. No, no, no. There is water underneath. There's not water on top of that. Mm. They're so big and deep. I believe there was water on top many million years ago. That's beautiful. Life is a challenge. Of course. If you don't take the challenge, you better die. Ah, yeah, baby. Wow. You're like Tarzan. Whew. Yes. You're gone now. Stop it. Woo. Yay. The challenge. Wow. Also hier drüber zu laufen, sollte man einigermaßen fit sein und verdammt aufpassen, weil sonst da. Ich meine, das sind schon große Schritte und bedächtliche Schritte. Der Drago, der rennt hier rüber wie so ein Reh. Mal schauen, ob ich das machen kann, aber ohne Kamera. Ich sage euch dann Bescheid, weil ich muss mich jetzt konzentrieren. Wenn ich oben bin, machen wir ein Video, okay? Also ich bin jetzt gerade hier irgendwo an einem riesen Steinwasserfall. Das Wasser läuft da nur drunter, wenn es richtig regnet. Ich meine, vor 100.000, 200.000 Jahren hat es vielleicht anders ausgeschaut. Da drum ist der Drago. Und mein anderes Telefon habe ich verloren. Soll wahrscheinlich hoffentlich im Auto sein. That's life. Must be in the car. Do you need this or not? You will leave it here? Doesn't really matter. Da sitzt der Drago. Da ist er hochgelaufen wie ein junges Reh. Ja, der ist ja AS 40 oder 46. Gell? I'm having a business talk, Thomas. Sorry. It's okay. I will come. I lost one phone. Schaut euch mal den Wasserfall an, also Jungs. Nur schön. Es war die ganze Zeit nicht an. Ich habe es die ganze Zeit aufgenommen. Da hat er sein Appointment gemacht mit seinem Kunden da oben am Berg. Da war es gar nicht an. Was soll ich machen? Und ich glaube, ich habe ein Foto verloren. Der Walter ist. Walter died on the way. We will make a nice funeral. Okay, das machen wir dann auch. American, yes. Come here, this is the best place. This is the best place, I come. Da ist der Drago, ich laufe jetzt hier noch. Ich bin den ganzen Weg darauf gelaufen, heldenhaft, ja, in deutscher Eiche. Und naja gut, als ich dann alles abgemacht habe, war es einfach, aber mit den Phones und so, da ist es schwierig. Also, ihr Franken in Mittelfranken, passt auf. Das ist der Drago. Wenn ihr billig oder günstig eure Zähne machen wollt, geht da hin. Ja, der sagt jetzt immer, ich soll meine Kamera runter machen. Da oben schaut es nach Regen aus. Das schaut aus wie so ein Wasserfall vor 1000, 100.000 Jahren. Das Wasser läuft nur noch. I'm coming. This is a challenge. I almost killed myself. Ich habe mich gerade schon fünfmal umgebracht. Thomas. Gott sei Dank bin ich noch einigermaßen fit und der Drago ist total verrückt. Like 10 meters down I cannot see water. Yes. Stones and stones and stones. I don't see water. Das ist das Steinwasserfall von Bulgarien. Irgendwann war da mal richtig Wasser. Da hat es aber auf dem Planeten noch ganz anders ausgeschaut. I can walk here, it's like cave. Let's go. Look, come here, yes. Look, 10 meters, no water. Yes, it's beautiful. I don't know where is it. There is no water. So many stones. Wir sind hier da oben verrückt, ja. Also ich habe mir gerade das Kind fast aufgeschlagen. Nur weil ich noch einigermaßen fit bin, habe ich es avoiden können. Do you know this flower? It smells amazing. Huh? This flower? This flower is beautiful. Do you smell it? Can we eat it? Can we smoke it?
come to smell it. It's amazing. Yes. It's the most popular Bulgarian wild and also in houses flower. Yeah. You cannot go here. Na schau mal, da stellt er sich an, der junge Hupfer, gell? Da springe ich drüber wie eine Gazelle, aber ich muss aufpassen. Da. Gazelle. Also, der ist wirklich wie eine Gazelle. You will love this smell forever from Bulgaria. Oh, very good. Also, da müsst ihr hierher gehen, um das zu erleben. It's called Zdravets. Zdravets. Zdravets means bringing health. Das ist die Gesundheitsblume. Zdrave ist Held. Zdravets ist the Held Master. Kann man das essen? You can eat Zdravets. I never tried. Na, ess halt einmal. I think you can eat it if it saves for health. Wait. A little bit like, so, fast wie Meerrettich. Ich esse jetzt einmal. Smell it, smell. Wer weiß? Let's try. Really? Kind of sour taste. After this, maybe we live forever. Schmeckt nicht schlecht. We go in the mountains and we do with the hands like this, over this, and then your hands smell nice. Also hier sind keine Touristen. Keiner will hier hochgehen. Schau, ich komme von da unten, Jungs. Ey. Macht mal da mit. Wir machen mal einen Ausflug hierher. So zum 50-Jährigen mit Rollator. The aftertaste is sweet. Yes, it's beautiful. Like sugar, can you feel it again? Yes. Der Walter, der liegt da unten brach. Walter. Wir hoffen, dass es überlebt hat, den Aufstieg. We hope he's still alive, right? I think we must. Yeah, he's alive. We should go down this way again. Yeah. Also wenn wir jetzt da nochmal runterlaufen müssen. Ich dachte ja, wir können da einfach runterlaufen. Ich habe ja gehofft, dass wir so einen Feldweg runterlaufen. Jetzt muss ich auch noch diesen steinigen Weg zurücklaufen. Das ist nicht so einfach. Aber das sollte man einmal im Leben gemacht haben. Ist nicht wirklich so gefährlich. Aber natürlich nach wie viel Prozent Alkohol ist es ein bisschen mehr adventurous, aber es geht auch. I almost hurt myself a few times here. Yeah? To have my body in a control. Yes. And this, not an old body. We can talk about this when I go down. I don't know that if I'm to end the story. Capable, yes. To be honest, the moment that I cannot move by my body will be the death. Mm-hmm. Not other things. Mobility is important. Very important. Yes. Very important. Also ich bin jetzt, habe jetzt gerade diese Steine hier verlassen. Wir waren ganz alleine ohne Touristen. Und jetzt laufe ich hier auf dem Laub barfuß. Das ist natürlich eine bestimmte, es ist ein Gefühl, das, so war es halt früher, ohne Schuhe. Man fühlt die Kühle des Laubs und ich bin mir auch sicher, dass hier nichts wirklich rumliegt, was mir jetzt, was mich schädigen kann am Fuß. Ja? Also hier wird es kein Glas geben, das zerbrochen ist, keine Nägel, weil wer soll hier einen Nagel hingebracht haben? Es kann möglich sein, natürlich, ja. Also wir trinken jetzt mal wieder Wasser hier in Bulgarien, ja. Also Wasser ist hier ganz wichtig, was ja gut ist. Neben Wein und Schnaps. Nice. Spritzt er mich auch noch voll. Entschuldigung, Wasser-Mineral. Wasser-Mineral. Very good. Thomas, smell it. Smell it. Very good. Sulfur. You smell? Good, yeah. Tierarzt, weil der Hund vom Drago ist krank. Everything okay? Tierarztpraxis hier. Der hat extra gewartet auf uns. And the temperature is okay? Ти ме притесни, че казваш, че е по-зле. Сега, ма, не си така. Това от няколко часа така. Не си така, отнася се с него. Отнася се с него, като че ли е
Also den Walter haben wir total verloren. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Jetzt sind wir hier auf einem Stadtfest. Ein bisschen ähnlich wie das Ansbacher Stadtfest, glaube ich. Aber halt anders. Ein Stadtfest jagt das andere. Immer schön Party machen ohne Krieg ist immer gut. Aber ist auch geil hier, gell? Ja? Der Walter ist immer noch weg. Keine Ahnung, wo der ist. Fertig, the closest in the big city in Lusonia. It was mining city. A lot mining. Of mines. What kind? Of mines are coal, metal. Maybe even gold. Gold, ja. Ja, das war ja, eine Minenstadt, die haben sie immer gemint. Und der Walter ist verschwunden, wahrscheinlich irgendwo in den Minen. Walter ist lost in the mines, maybe. Und hier, also richtig leckere Sachen hier. Anders wie bei uns am Stadtfest. Aber schaut wirklich interessant aus. Zucchini, Paprika, viel Gemüse, wie man sieht. Schaut, Federkäse, schaut auch gut aus. Also hier gibt es richtig geiles Essen, glaube ich. Balkanessen halt. Ist halt richtig gut. Die Mädels haben einen ähnlichen Hund wie der Drago. Da haben die Eltern ihr Geschäft. Keiner hat Angst, das finde ich ganz einfach super, dass es so ist, ja. Das sind die Eltern von den Mädels hier oder von einem von den Mädels. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und in Amerika kannst du ja gar nicht mit den Mädels reden, da wirst du ja gleich als Kinderficker oder was angesehen, ja. Darum ist es so kaputt da. Na, we are lucky. Ich glaube, die sind so alt wie meine kleine Tochter, so zwischen 11 und 13. Und die laufen hier einfach nur durch den Park, ohne irgendwelche Ängste. Anscheinend stimmt hier die Welt noch. Ja. Da müssen die Mädels keine Angst haben, dass irgendeiner kommt und die belästigt. How old are you? How old? Not old. How young? How young are you? In English, can you be worried? 11. Same my daughter, 11. Като дъщеря му едната. And the other same one my is daughter. More. No, no, 11 and 18. Те са малко дръпнатички такива. 11 sind sie. Okay. Show them your daughter. I show. Also der Walder, der ist irgendwo verschwunden hier. Der sollte eigentlich zum Auto zurücklaufen und naja, wir haben jetzt überall gesucht. Sehr seltsam. Also wir sind jetzt hier am Berg, wie man sieht. Der Walder ist weg, ja. Der hat gesagt, wir sind da hochgelaufen, hat er gesagt, er geht zurück zum Auto. Da war er dann nicht und dann haben wir im Dorf geschaut und haben auch irgendwo gedacht, naja, er ist alt genug, um sich zurechtzufinden. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn finden irgendwo. Ne? Der Walder, der hat sich total verlaufen. Er war zu blöd, das Auto wieder zu finden, das ja nur 500 Meter von ihm weg war. Und jetzt sind wir schuld. Yeah. The taxi takes 45 minutes. Taxi? Yes. How did you pay the taxi? Well, you guys take 3 hours. My question. We were looking for you in the forest. We were looking for you, man. In the forest, man. He's very arrogant, I think. With your wife, fuck you. Oh, man. You had beer? You want a beer? Yeah, I bought me a beer. Yes? Yeah. I'm broke to my bitch right now. And they gave you money here? Huh? They give you money. Well, I used my credit card for one, and I ran out of it.
goes in. I couldn't buy a fucking lighter. I had to ask her for a light. See that? I've been a regular customer here, man. This is Vera. This is very nice to you. Hi, how are you? This is Vera. Nice to meet you. I can always tell by your eyes. Jetzt haben wir den Walter wieder gefunden. Der hat sich total verlaufen hier.